Herzlich willkommen. Gott ist gut und sein Wort ist wunderbar. Darum wollen wir es heute ganz neu betrachten, auch die Bibel. So ist mein Thema, entdecke die Bibel als wertvollen Schatz. Wenn wir Erweckung wollen, und das wollen wir, glaube ich, alle, dass wir erweckt werden, auch mit Gottes Wort. Dass die Menschen um uns erweckt werden, auch durch das Wort. Im Psalm 119, 162 heißt es: Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Und das dürfen wir entdecken, erleben. Also Schätze müssen gehoben und geöffnet werden. Ansonsten sind sie wertlos. Genauso ist es mit der Bibel. Eine Bibel, die im Regal steht, verstaubt und von uns nicht benutzt, die verliert eigentlich ihren Sinn und Wert an uns, ja. Darum ist es so wichtig, dass man darin gräbt. Schätze müssen gehoben werden. An Gottes Segen ist uns allen gelegen. Und diesen Segen, wie wir ihn empfangen, sehen wir auch und finden wir auch in der Bibel. Das Prinzip von Saat und Ernte wird uns dort vorgestellt. Und wie Gott segnet und warum er segnet. Er segnet immer noch nach seinen Konditionen, nicht nach unseren Wunschvorstellungen, ja? Die Bibel ist so wertvoll, ja? Sie zeigt uns auch, wie wir innerlich eingestellt sind. Wie wir innerlich, welche Haltung wir haben. Also die Bibel hilft uns, unser Denken zu überdenken. Diesen Satz, ja? Die Bibel hilft uns, unser Denken zu überdenken. Ja, sie führt uns hinein in Dankbarkeit und Zufriedenheit, wenn wir sie denn an uns zulassen. Ein guter Satz, den ihr euch merken könnt, der hat mir immer sehr geholfen. Die Menschen murren, dass Gott den Rosen Dornen gab. Sollten sie nicht vielmehr dafür danken, dass Gott neben den Dornen Rosen wachsen lässt? Sollen wir da nicht für dankbar sein, dass es Rosen gibt? Ja, natürlich sind die Dornen da, aber viele Menschen konzentrieren sich nur auf die Dornen. Und wir dürfen uns lernen zu konzentrieren auf das Gute, das Wohlgefällige. Sind wir eingestellt? Sind wir Ermutiger oder sind wir Kritiker und Murrer, die alles negativ und destruktiv sehen? Ja, das ist, hat auch sehr viel damit zu tun, wem leihe ich mein Ohr? Was nehme ich auf in meinem Herzen? Und so ist es einfach gut, die Bibel als Wahrheit anzunehmen. Die Bibel ist gigantisch. Wenn man sie ein bisschen studiert hat, dann erkennt man, welch ein Schatz es ist. Die Bibel erklärt uns die Vergangenheit. Was in der Vergangenheit war, sie ist ja über 6000 Jahre, ja, wo sie geschrieben ist, da ist so viel enthalten über die vergangene Menschheitsgeschichte. Die ganze Menschheitsgeschichte findet man auch ein Stück weit in der Bibel. Sie hält uns die Gegenwart auf Kurs in der Gegenwart, jetzt, heute, hier und jetzt. Sie spricht in das Heute hinein und schließt uns die Zukunft auf. Ja, was da kommen wird, Jesus bereitet uns darauf vor, auch auf sein Kommen, auf seine Wiederkunft und wie die Zeit dann sein wird, alles das finden wir in der Bibel. Und darum ist sie so gut. Also die Bibel wird von denjenigen am meisten kritisiert, die sie am wenigsten lesen. Ja, sie lehnen sie ab im Vorfeld oder sie ist ja ein Stück weit ein Spiegel, die uns auch zeigt, wo wir falsch liegen. Sie zeigt uns sogar die Sünden auf und das will nicht mehr jeder. Manche, die wollen damit gar nicht mehr konfrontiert sein, darum kritisieren sie einfach mal oder lesen sie nur, um dann etwas daraus kritisieren zu können. Ja? Also sind wir Kritiker oder sind wir Forscher? Etwas, was mir ganz bewusst auch die Wahrheit der Bibel immer wieder zeigt, ist dieser Fund dieser Schriftrollen, dieser Qumran-Rollen, die am Toten Meer gefunden wurden. 1947 wurden diese Qumran-Rollen gefunden. Und anhand von der Papieranalyse konnte man feststellen, dass sie genau in dieser Zeit, also 700 vor Christi, geschrieben wurde. Heute kann man das mit der Wissenschaft herausfinden. Und das zeigt mir so, dass die Bibel wahr ist. Sie ist gigantisch. Und hier wurden diese Schriftrolle von Jesaja gefunden. Und Jesaja 53 beschreibt uns genau die Leidensgeschichte Jesu.
wie er gelitten hat für uns, wie er alles ans Kreuz getragen hat, unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten, wie er ja, da im Endeffekt am Kreuz litt. Und das zeigt mir auch, dass die Bibel schon im Vorfeld uns aufklärt über die Zukunft und dass sie absolut wahr ist. Ja, immer wieder die Qumran-Rollen darin, wirst du es erkennen. So ist mein erster Gedanke, Erweckung, Glaube wächst durch das Wort Gottes. Ja, wenn du im Glauben ein Mehr haben willst, dann ist es gut, dass du die Bibel an dir wirken lässt, dass du das Wort Gottes an dir wirken lässt. Glaube entsteht nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess, der damit beginnt, Gottes Wort zu lesen oder auch zu hören, darüber nachzusinnen und dann im Endeffekt auch zu tun. Ja, dadurch geschieht Glaube. Ja, wenn du dir das Wort Gottes nimmst, liest es, denkst drüber nach, dann wächst in deinem Herzen Glaube. Du verlierst die Zweifel, deine Zweifel verhungern mehr und mehr und dein Glaube wächst. Und das ist ein Prozess. Glaube ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Glaube es Wachstum vom Anfang bis zum Ende. Wenn ich mich entscheide, mit Jesus zu gehen, dann fange ich an, sein Wort zu lesen und ihn besser kennenzulernen. Also Jesus erklärt uns, wie unser Glaube wächst. Er erklärt uns das so schön. Und das finden wir in Markus 4, Abvers 26. Jesus erklärte weiter, Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauer und der Saat, die er auf sein Feld gesät hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf und das tags aus, tags ein. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Ja, dieses Bild nimmt Jesus, ja, sie wächst heran. Aber er braucht auch Geduld und er braucht auch einfach so, dass er seine Pflänzchen da richtig behandelt, damit sie auch gesund wachsen können. Also Glaubenswachstum durch das Wort. Ja. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht aufgehen. Zuerst kommt der Halm, ja, so ein Helmchen sprießt davor. Dann die Ähre und schließlich als volle Frucht die Körner. Sobald aus der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Ja? Und so beschreibt er es auch mit dem Glauben. Ja? Zuerst kommt der Halm, dann kommt die Ähre und dann kommt der volle Weizen, die volle Frucht. Und so ist es schön, wenn man dann in diesem Prozess einfach wächst. So sollen wir als Christen wachsen und reifen. Ja? Also unsere Leidenschaft für die Wahrheit des Wortes Gottes beweist unsere Leidenschaft für Jesus. Ja? Das müssen wir mal wissen. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann lieben wir auch sein Wort. Denn Freundschaft mit Gott ist nur möglich, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir sein Wort kennenlernen. Ja? Als ich mich bekehrte damals mit 27 Jahren, meine Schwester hat mir eine Bibel geschenkt, dann habe ich sie gelesen. Und da beim Lesen habe ich Feuer gefangen. Der Geist Gottes hat mir das lebendig gemacht. Er hat mir eine Leidenschaft gegeben für sein Wort. Ich habe es studiert, bin jetzt 35 Jahre im Glauben und ich studiere es immer noch, weil es mich begeistert. Ja? Und es gibt mir Erquickung und Erfrischung. Es ist wie Kellogg's Cornflakes am Morgen. Ich will keine Werbung machen, aber so wie das Frühstück am Morgen. Ja? Es gibt mir Kraft, es gibt mir Orientierung, es gibt mir Lebenshilfe. Und Glaube muss trainiert werden wie ein Muskel. Und dazu dient das Wort Gottes, das vom Geist lebendig gemacht wird. Trainiere geistlich, ja, und setze das Wort Gottes ein. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Worte halten. So werdet sie in eurem Leben umsetzen. Daran zeigt sich eigentlich, dass wir seine Jünger sind. Ja? Jesus sagt auch, ihr seid meine Freunde, Johannes 15, Vers 14. Wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe, wenn ihr das Wort in eurem Leben umsetzt, da zeigt sich, ob ihr wirklich glaubt. Jesus sagt über sich und das Wort Gottes, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das finden wir in Matthäus 24, 35. Ja? Wir müssen uns an seinem Wort orientieren, auch in dieser Zeit. Wir sehen, wie schnelllebig alles ist. Alles verändert sich um uns herum. Ja? Heizkosten steigen bei uns Pellets vierfache. Gewaltig. Und das in einem Jahr. Das ist doch nicht mehr normal. Da geschehen Dinge, die sind nicht mehr normal. Ja?
Und so machen wir uns fest dennoch an dem, was Jesus sagt. Himmel und Erde werden vergehen, alles kommt ins Wanken. Nichts kann man sich festmachen in dieser Welt. Aber an Jesus können wir uns festmachen. Er ist der Anker in dieser Zeit. Peter Hane sagte einmal, eine Rückkehr zu den Werten, die in der Bibel stehen, ist allemal besser als eine Sinneslehre einer Gesellschaft, die sich nur noch amüsieren will und den Kontakt zu Gott verloren hat. Das ist das Problem in heutiger Zeit, in unserem Land, in unserer Politik. Sie haben einfach keine Orientierung mehr. Sie sind nicht mehr orientiert am Wort Gottes und an seiner Wahrheit. Und das macht das so schwierig. Und da kommen auch diese Probleme und immer mehr. Ja? Darum müssen wir uns wieder zu Gott wenden. Das Wort Gottes ist wie ein Geländer, an dem ich mich festmachen kann. Ja? Ich kann mich daran festmachen. Es gibt mir Halt. Ja? Der Herr ward mein Halt, heißt in 2. Samuel 22, Vers 9. Also mache dich am Wort fest. Es gibt dir Schutz und Bewahrung, wie die Leitplanken auf der Straße. Sie geben uns Schutz oder die Leitlinien. Ja? So ist das Wort Gottes. Es gibt uns Klarheit. Wenn in Hosea 4, Vers 6 heißt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Ja? Wenn ein Volk zugrunde geht, dann geht es darum zugrunde, weil es ja einen Mangel an Erkenntnis hat und auch einen Mangel an Gottes Wille, einen Mangel an Gottes Führung, einen Mangel an Gottes Leitung. Darum geht ein Volk zugrunde und darum rutscht es aus und kommt in Probleme. Ja? Also wie Neugeborene, wir werden herausgefordert von Petrus, im 1. Petrus 2, Vers 2. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen. Ja? Unsere Babys, unsere Zwillinge, ja, die schreien. Ja? Wenn Marisa ihr gerade dann nicht zu trinken gibt und sie haben Durst, und dann schreien sie. Ja? Und dann muss sie sie wieder stillen. Ja? Und so sollen wir auch sein, ja, schreien nach dem Verlangen, nach der lauteren Milch des Evangeliums, ja. Das ist so wertvoll, wenn wir diesen Hunger haben, ja. Epheser 2, Vers 10 sagt uns, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Dafür sind wir neu geschaffen, neu geboren, wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wir haben erleuchtete Augen des Herzens, erlöst durch des Lammes Blut, ja, herausgerufene. Das sind wir, wenn wir Christus im Herzen haben. Unsere Stellung in Christus. Ja. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wir kommen in die Pläne Gottes hinein. Durch die Leitung und Führung des Heiligen Geistes, durch die Leitung seines Wortes. Und so, die Bibel ist die Landkarte des Christen, sagt Corrie ten Boom. Sie lehrt uns, in den Wegen des Willens Gottes zu gehen. Sie lehrt uns, den Willen Gottes ja, nicht nur zu erkennen, sondern ihn auch zu tun. Diese Wege, die vorbereitet sind von Gott, er hat Pläne für jeden Einzelnen von uns. Und die gilt es herauszufinden. Und das ist mit das Wichtigste und das Schönste, was ein Christ so erleben kann. Er kommt in die Pläne Gottes hinein, die Gott für ihn vorbereitet hat. Und darin zu laufen, das ist Erfüllung und das gibt uns so Sicherheit und Freude. Das wünsche ich mir für jeden. Ein zweiter Gedanke, suche gesunde Lehre im Wort Gottes. Such sie nicht sonst wo, such sie nicht von Philosophieren außerhalb der Bibel. Ja? Such es nicht von Menschen, die Ideologien aufstellen, die nicht identisch gehen mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Suche gesunde Lehre im Wort Gottes. Ja? Es heißt im Johannes 1. Johannes 2, 27, der Geist Gottes leitet euch in alle Wahrheit hinein. Die Salbung, die der Geist euch gibt, erklärt euch alles und lehrt euch alles, was im Wort Gottes ist. Wenn wir hier 2. Timotheus 3, 16 lesen, dann lesen wir von dieser Anleitung, warum uns Gottes Wort geschenkt ist. Warum haben wir es? Warum gibt uns Gott diesen Liebesbrief? Ja? Denn es heißt hier, denn alle Schrift, die ganze Bibel, ist von Gott eingegeben durch den Autor des Heiligen Geistes. Ja? Eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit.
Ja, darum ist uns die Bibel geschenkt. Ja, sie gibt uns gesunde Lehre. Gesunde Lehre. Sie gibt uns auch Zurechtweisung, wo wir falsch laufen. Werden wir einfach vom falschen Weg auf den guten Weg geleitet. Ja? Sie hilft uns, unser Leben zu bessern. Wir sind in einem Wachstumsprozess, wo wir charakterlich immer mehr in das Bild Jesu verwandelt werden. Wir lassen das zu und es ist ein gesunder, wertvoller Prozess. Wir sind daran einfach herausgefordert. Wachs in das Bild Jesu hinein, in seine Prägung. Das steht in vielen Stellen an der Bibel. Wir werden dazu aufgefordert und wir müssen uns als Christ dort auf den Weg machen. Ja? Und sie erzieht uns, ja? Wie wir unsere Kinder erziehen. Erzieht uns die Bibel positiv und gut und gesund. Ja? Wir dürfen niemals so mit der Bibel umgehen. Viele Christen machen das so. Sie machen das so, sie schneiden sich nur das raus, was ihnen schmeckt. Er segnet mich, er hilft mir, er begleitet mich. Ja? Dass das so schön ist, das nimmt man sich gerne, das schneidet man sich dann raus und das andere ignoriert man. Ja? Wenn dann Gott von Strafe spricht und von Erziehung, das will man dann weniger. Und die Veränderung, die er so auch will von uns, das lässt man außen vor. Es steht im Prediger 12, Vers 13, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Lasst uns die Hauptsumme der Schrift hören. Lasst uns nicht sein wie Menschen, die ans Buffet gehen und holen nur das, was ihnen schmeckt. Man sagt Körnerpicker, ja. Man nimmt nur das, oh, das schmeckt mir gut, das will ich nicht, ja. So dürfen wir nicht mit der Bibel umgehen. Die Hauptsumme der Schrift ist die Wahrheit. Und die dürfen wir lernen und die müssen wir erkennen. Und der Herr hilft uns dabei. Die Bibel ist kein Buffet. Ja, und das ist heute so ein Problem. Ich erkenne es immer wieder bei vielen Menschen, dass so viel Schieflage in ihrem Glauben. Ja, weil sie irgendwo nur so Körnerpicker sind und einfach nur das nehmen, was ihnen schmeckt und sind da so Steckenpferdreiter. Sie reiten bestimmte Themen und die sind dann das Wichtigste, ja. Und ignorieren eigentlich die Hauptsumme der Wahrheit. Und das ist so schade. Also kein solides Bibelfundament bringt immer schräge Ansichten hervor. Wenn ich kein gesundes Bibelfundament habe, dann komme ich in die Irre, dann komme ich in die Schieflage. Mein Fundament steht dann nicht auf dem Fundament des Wortes Gottes. Petrus warnt davor im 2. Petrusbrief 3, Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, wisst nun, wie gefährlich diese Irrlehrer sind. Hütet euch vor ihnen, lasst euch nicht von eurem festen Glauben abbringen und geht nicht mit ihnen in die Irre. Das ist so wichtig, dass man da achtsam ist. Welche Lehre, was steckt dahinter? Ist es aus dem Kontext gerissen? Ja? Was ist da als Message drin? Und da gibt es so viele, die kommen einfach ab von der ganzen Summe der Schrift. Und da sollen wir wachsam sein, aufmerksam. Jesus fordert uns heraus, oder er betet zum Vater im hohepriesterlichen Gebet, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Ja, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und es ist ihm ein Anliegen, Vater, du, komm hinein mit deinem Wort. Lass sie erkennen, was mein Wille ist. Ja? Es war ihm eine Not, ja? Heilige sie in der Wahrheit. Wir werden geheiligt und verändert durch das Wort Gottes. Die Wahrheit verändert uns. Geistliches Wachstum ist ein Prozess, in dem Lügen durch Wahrheit ersetzt werden. Und das geschieht in unserem ganzen Leben, in unserer ganzen Nachfolge. Wenn ich jetzt 35 Jahre mit dem Herrn unterwegs bin, ich will Veränderung. Ich will Veränderung in den Dingen, wo ich Gott noch nicht gefalle, wo ich noch ein falsches Denken habe, wo ich falsche Motive habe. Ich will in einem Prozess der Veränderung bleiben, solange ich dem Herrn nachfolge, bis er mich heimholt. Ja? In 2. Korinther 10, 3 bis 5 heißt es, dass wir alle Festungen, die sich erheben gegen das Gedankengut Gottes, einreißen müssen und ersetzen müssen mit seiner Wahrheit. Das ist unsere größte Aufgabe auch, ja, ersetzen, Lügen ersetzen, ja, Festungen, die wir so festgemacht haben durch Prägung von Meister oder Lehrer oder irgendjemand, der uns beeindruckt hat, Menschen, sie haben alle eine Prägung an uns, ja, von Kindesbeinen an. Und was nicht konform geht mit der Wahrheit des Wortes Gottes, sind wir aufgefordert einzureißen und zu ersetzen, jede Festung,
jede Festung. Und wir sollen einen großen Hunger haben, ja. Dieses Bild zeigt es ein bisschen humorvoll, wie er auf der Toilette seine Bibel liest oder seine biblischen Bücher, ja. Also, es heißt ja auch in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Reichlich. Und ich liebe sogar bei uns in der Gemeinde, das Wort Gottes wird reichlich verkündigt. Ja? Es wird zitiert, es wird ans Herz gelegt. Und das ist so gut. In den Bibelstunden vertiefen wir es. Ja? Und tauschen uns darüber aus. Das ist gut. Wir sollen sein wie ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. Ja? Sinne über meinem Wort Tag und Nacht, heißt es im Psalm 1. Tag und Nacht. Es hat eine Wirkung des geistlichen Wachstums in dir. Ich bin begeistert von Gottes Wort. Ja, Jesus selbst sagt in Johannes 8, 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit aufnehmen, darüber nachsinnen, im Herzen bewegen, sie in die Tat umsetzen, das ist Glaube. Und da geschieht Glaubenswachstum. Jünger lieben das Wort Gottes. Sie geben dem Wort Gottes Priorität. Interessant, was der Hebräerschreiber sagt. Das ist total spannend, ja? Weil er gibt hier uns eine klare Anweisung oder etwas zum Nachdenken, ob wir Lehrer oder noch geistliche Babys sind. Wie verhält es sich mit uns? Es heißt hier ab Vers 12 im Hebräer 5, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Dies bezieht er auf den geistlichen Wachstum. Ja? Immer noch Milch, wie wenn ein Erwachsener immer noch gestillt wird oder noch eine Milch bekommt, dann verfehlt das seinen Sinn. Ja? 14. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Wenn wir das Wort Gottes immer mehr kennenlernen, dann können wir prüfen. Steht das auf dem Fundament des Willens Gottes? Wir sind herausgefordert als Christen, als Nachfolger, zum Prüfen. Prüft, ob es so sich verhält. Sie prüften täglich in den Schriften, heißt es in der Apostelgeschichte, ob es sich so verhielte, ob das im Willen Gottes ist. Und nur wenn wir geübte Sinne haben, im Wort Gottes auch richtig umgehen und unser Leben reinpacken, dann kommen wir auch runter von der Milch, ja? Kommen runter von der Milch und dem Schnuller. Nimm auch die feste Speise, auch das, was nicht so gut schmeckt. Es ist kein Buffet. Es ist die Hauptsumme der Schrift, die zu uns spricht. Gott will deine geistliche Reife. Und ich bin so froh, wenn man geistlich reif wird. Wenn Christen auf diesem Wachstumsprozess sind, sie bleiben nicht da, wo sie sind. Sie wachsen geistlich, sie bekommen Erkenntnis. Sie wissen es anzuwenden. Sie kommen in Versöhnung in ihren Beziehungen. Sie werden zum Licht. Ja? Wenn Lothar vom Herrn gesagt bekommt, verkündige mein Wort, dann heißt es selbst, Licht zu sein und es zu verkündigen. Die Wahrheit des Wortes Gottes weiterzugeben. Ja? Auch die feste Speise zuzulassen. Ausrüstung zum Dienst durch das Wort. Wir finden es in Epheser 4, 11 und 12. Und so hat Christus, den auch seine Gemeinde beschenkt, da spricht er jetzt vom fünffältigen Dienst in der Gemeinde, er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und die Verkündiger der rettenden Botschaft. Das sind die Evangelisten, die es im Herzen haben, das Evangelium weiterzugeben. Ja? Genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Ja? Und so ist das von Gott gewollt, der fünffältige Dienst. Wenn das die Hand ist, ja, die Apostel, ja, die Propheten, die Evangelisten,
Die Lehrer und die Hirten, sie sind gebraucht. Sie sind Geschenke von Jesus an die Gemeinde. Diese Charaktere müssen sich herausstellen und auch zum Auferbauen des ganzen Leibes, der ganzen Gemeinde, einfach für ihn wirken, zum Werk des Dienstes. Und wenn das geschieht, ist es so wertvoll und kostbar und gut. Und das dürfen wir im Fokus haben. Das ist der Herzschlag Jesu. Und darum schenkt er den fünffältigen Dienst seiner Gemeinde. Im Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege oder das Licht auf meinem Pfade. Ja? Es gibt uns Licht auf unserem Weg, es gibt uns Orientierung, es gibt uns Weisung, es ist uns eine Kraftquelle, es ist uns eine Lebenshilfe, ja? Es gibt uns Lebensorientierung, es gibt uns sogar Lebensqualität. Wenn wir uns daran ausrichten, darum ist es so wertvoll. So ein dritter und letzter Gedanke. Wenn wir Erweckung wollen, dürfen wir es lernen, das Wort Gottes zu proklamieren. Proklamiere das Wort Gottes. Spreche es in Existenz. Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen mystisch an, aber es ist uns so verheißen, ja, wenn wir das Wort Gottes nicht nur im Verstand haben, sondern auch in unserem Munde führen, dann geht kraftvoll etwas aus. Kraftvolle Veränderung geschieht. In Römer 10, 8 bis 10 heißt es, stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Ist es dir nahe? Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wie wir eben das schöne Lied gesungen haben, ja, dann wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Es ist auch wichtig, dass wir unseren Herrn bekennen. Dass wir nicht nur für uns behalten. Wir haben etwas nicht verstanden, wenn wir das nicht im Herzen haben, den Herrn zu bekennen. Er ist mein Herr und mein Gott. Er leitet mich, er führt mich. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Er begleitet mich. Sein Geist führt mich. Es ist so wertvoll und das müssen wir den Menschen wieder sagen. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Interessant, dass das im Zusammenhang steht. Wer auch den Herrn bekennt. Wer mich, Jesus sagt, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich nicht bekennen vor dem himmlischen Vater. Aber wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor dem himmlischen Vater. Wir dürfen uns nicht mehr des Evangeliums schämen. Wir dürfen uns nicht mehr unseres Herrn schämen. Ja? Alle Scham soll weggetan werden. Das Normalste in unserem Leben ist unser Herr. Dieses Bild könnt ihr euch mal merken, ja, das läuft zusammen, Wort und Geist, ja. Also die Bibel und der Geist Gottes, der es lebendig macht, ist wie ein Navigationssystem. Dein Navigationssystem bringt dich ans Ziel. So schön, du gibst eine Adresse rein und dann verlässt du dich auf das Ding rechts ab, links ab, nächste Straße und dann heißt am Ende dann, sie haben ihr Ziel erreicht. Und so ist auch die Bibel, ja, durch den Geist Gottes lebendig gemacht. Ein geistliches Navi für uns, ja. Darum benutze es als Navigation für dein Leben, ja. Es ist so gut, darum müssen wir es reichlich aufnehmen und auch leben. Der Heilige Geist erklärt und erinnert uns an das Wort. Und das schätze ich so sehr. Auch am Heiligen Geist, der ja mein Beistand, mein Helfer ist. Er ist mit mir auf dem Weg und er erinnert mich. Das sagt Jesus über die Situation. Wie gehst du gerade damit um? Er erinnert mich. Der Heilige Geist macht das wach in mir. Ja? Wenn hier steht in Johannes 14, 26, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer. Hier steht das Wort Parakletos, als Tröster, als Fürsprecher, als Ratgeber, als Anwalt. Alles beinhaltet dieses Wort Parakletos. Und das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Darum ist es so wertvoll. Also der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle. Ja, Jesus ist ja im Himmel, er ist beim Vater. Aber er hat uns den Heiligen Geist gesandt und der kann gleichzeitig überall sein. In dir, in mir, in unseren Herzen arbeitet er an allen. Ja?
den wird er uns senden, den er uns senden wird. Er wird euch alles erklären und an euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der Heilige Geist erzählt nichts anderes. Der Heilige Geist spricht niemals gegen das Wort Gottes. Ja, Geist und Wort gehen identisch. Jesus und der Heilige Geist sind eins. Jesus und der Vater sind eins. Der Vater und der Heilige Geist sind eins. Der Geist und der Vater sind eins. Da gibt es keinen Unterschied. Die Dreieinigkeit Gottes, sie sind völlige Einheit. Und sie erklären uns Gott. Und der Heilige Geist schließt uns alle Geheimnisse auf. Des Wortes Gottes. Er ist der beste Lehrer. Er benutzt auch mich als Lehrer, aber er ist auch der beste Lehrer, weil er uns alles erklärt. Er lässt uns nicht im Dunkeln tappen. Er ist das Licht auf unserem Wege. Darum schätze die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja? Das Bekennen von Gottes Wort dient nicht dazu, dass wir unseren Willen bekommen, sondern dass Gottes Wille geschieht. Ja, das sage ich auch immer, weil Gott, der Heilige Geist, kennt die Ziele und Absichten für uns persönlich, unsere Familie, unser Umfeld, unsere Gemeinde. Gott hat gute Gedanken mit uns. Er kennt die Ziele und Absichten. Und darum ist es wichtig, dass sein Wille geschieht. Ja, nicht nur ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Manche besitzen den Heiligen Geist oder missbrauchen den Heiligen Geist als solches. Dafür ist es nicht gedacht. Es gilt, dass sein Reich geschieht, wie wir es im Vater unser beten. Ja? Die erste Gemeinde, sie wird herausgestellt in Offenbarung 12, Vers 11. Ja? Die Überwindung durch das Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das Wort, das aus ihrem Mund geht. Dadurch überwinden sie. Ja? Und sie haben ihn, den Teufel, überwunden durch des Lammes Blut. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Sein Blut hat wirklich den Teufel besiegt. Der Schlange wurde am Kopf, am Kreuz der Kopf zertreten. Der Kopf wurde zertreten, er hat ihn besiegt durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Sie haben das Wort nicht nur im Herzen gehabt, sie haben es bekannt. Sie haben es erklärt. Ja, deswegen sage ich immer, du musst nicht die ganze Bibel kennen. Fang mal an, deinen Mitmenschen das zu erklären, was du schon verstanden hast. Was du schon geschnackelt hast. Fundamente des Glaubens. Bring sie deinen Mitmenschen bei, dass sie Gott kennenlernen. Unser Gott kommt um an Mangel und Erkenntnis. Und das oftmals, weil die Christen schweigen. Lass die Erziehung des Vaters zu. Darf man einen Schluck trinken? Lass die Erziehung des himmlischen Papas zu. Hebräer 12, 5 und 6 sagt uns, ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seine Kinder sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist oder erzieht, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Ja, wenn du Gottes Kind bist und dich für Jesus entschieden hast, dann wirst du vom himmlischen Papa erzogen. Und das ist kostbar, ja. Als Vater oder Eltern wünscht man sich das Beste für seine Kinder. Ja? Dass meine Familie ist jetzt angewachsen, 15, ja? Mit 6 Enkelchen, mit durch die Zwillinge noch, ja? 3 Töchter, die uns zu Oma und Opa gemacht haben. Jedes von unseren Töchtern hat 2 Kinder. Und 3 Schwiegersöhne, das ist schön. Opa zu sein ist das Größte und das Schönste. Und ich genieße es. Und mein Anliegen ist, dass es meiner Familie gut geht. Ja? Dass es in allen gut geht. Kindern, Enkelkinder, wir beten jeden Tag für sie. Dass auch der Wille Gottes in ihrem Leben geschieht. Und ich bete nicht nur das, ich bete auch, dass sie die Stimme Gottes hören. Denn Gott hat auch für jeden Einzelnen seine Absichten. Für jeden Einzelnen hat er seine Pläne. Und die sollen geschehen. Nicht mein Wille als Vater geschieht, sondern dein Wille. Wir haben sie schon übergeben, schon von Anfang an vom Muttersleibe haben wir sie Gott geweiht. Und deswegen dienen sie auch Gott. Und das ist so schön. Das ist wertvoll und das ist gut. Und wie der himmlische Vater will noch viel mehr unsere Erziehung, dass es uns gut geht. Viel mehr wie wir als Eltern. Ja? Es heißt hier in 7 und 8, Hebräer 12, wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Auch Dinge, die nicht gut laufen, die dienen uns zur Erziehung, damit wir daraus lernen. Er behandelt euch als seine Kinder.
Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde. Dann nämlich werdet ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder, ja? Die einfach nur für sich leben, ja? Den Egoismus ausleben. Die machen ihr Ding und Gott lässt sie machen. Aber wir lassen uns von Gott zurechtbringen. Wir lassen die Erziehung zu und wertschätzen die Erziehung des himmlischen Vaters als positiv und gut in unserem Leben. Und das ist kostbar, ja. C.S. Lewis hat mal gesagt, Gott flüstert durch den Heiligen Geist. Er redet durch sein Wort und er schreit durch Leid. Ein guter Gedanke, ja? Also Gott sucht beständig einen Weg zum Herzen der Menschen. Leid ist die letzte zugegebene harte Option, sich bei einem ungläubigen Menschen Gehör zu verschaffen. Leid ist wirklich das Schlimmste. Aber manchmal muss ein Mensch auch durch Leid gehen. Er muss erkennen, ich kann nicht mehr allein. Ich brauche jemanden, der mir hilft, übernatürlich. Ja? Wie man es dann auch erlebt, wenn Gott Gnade gibt. Gestern durften wir auch noch mit dem Kranken beten und einfach so die Hilfe Gottes für sein Leben erbitten und erflehen. Und Heilung soll fließen, übernatürlich. Gott ist immer noch übernatürlich und er greift in Menschenherzen ein, in Situationen. Aber Leid ist das Megafon Gottes. Das ist wirklich gut, aber er redet durch sein Wort. Wenn du ihn reden willst, hören, Gott spricht nicht zu mir, erlebt nichts, schließ sein Wort auf, lies. Lies das Neue Testament, was Jesus gelehrt hat. Lies, was er gelebt hat. Lies, was er uns auferlegt. Und du wirst Gottes Stimme hören. Ja, er schreit durch Leid, das ist wirklich schlimm. Der Staub klebt an meiner Seele. Belebe mich nach deinem Wort. Ja, wie so eine Blume. Oder jetzt haben wir gesehen, es hat mir geregnet 3 Monate, fast kaum. Ja, da war alles braun, die Wiese, der Rasen war alles braun. Jetzt sehen wir, jetzt regnet es wieder 1-2 Wochen. Ja. Und da kommt wieder alles grün hoch. Da wächst die Wiese wieder, das wird wieder alles grün. Schön. Regen des Segens soll fallen, ja. Und so ist das Wort Gottes auch, ja. Wenn die Blume da hängt, wenn sie wieder bewässert wird, erhebt sie sich wieder. So sind wir Christen auch. Wenn wir denken, oh, ich kann ja ohne Gottes Wort, mach das wie immer. Bin ja routiniert, ein alter Fachmann, ich weiß, wie ich das handeln muss. Braucht Gott nicht. Dann bist du wie diese Blume. Ja, die hängt durch. Du musst erkennen, du brauchst Gott. Du brauchst seine tägliche Führung, seine Leitung. Du brauchst sein Wort als Maßstab. Ja, so bin ich am Ende dieser Botschaft. Habe sie jetzt ein bisschen schneller rübergegeben, weil es schon ein bisschen viel Eindrücke waren. Aber ich will uns beten, aufzustehen. Also nochmal ein Fazit, die Bibel als wertvollen Schatz entdecken. Ja, das wünsche ich mir für uns alle, dass wir dieses wertvolle Buch wirklich schätzen und achten und respektieren lernen. Also wenn du Erweckung willst, ernähre dich täglich und reichlich mit Gottes Wort. Ja, wie du deine Nahrung am Morgen zu dir nimmst, nimm auch das Wort Gottes. Ich gebe uns ja auch immer aus dem Bibelleseplan Wort Gottes weiter in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja, es ist so kostbar, wenn wir uns damit füllen am Morgen. Zweiter Gedanke, gesunde Lehre kannst du prüfen in dem Licht der ganzen Schrift. Die Hauptsumme der Schrift ist die Wahrheit und du bist herausgefordert, selbst zu prüfen als mündiger Christ und mündige Christin. Ja? Zu dem will der Herr uns erziehen. Drittens, lerne es, das Wort Gottes nicht nur im Verstand zu haben, sondern proklamiere es. Sprich es aus über dein eigenes Leben, über deine Familie, über deinen Arbeitskollegen. Sprich es aus. Proklamiere die Wahrheit. Jetzt ist es noch nicht so. Ja? Die leben noch nicht mit Gott. Aber ich proklamiere es schon. Wenn du an das Wort Gottes glaubst, dann geschieht etwas. Es geschieht etwas Übernatürliches. Du setzt etwas frei, was Gott spricht. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Ja, er ist das Wort. Er wird als das Wort bezeichnet. Ja, und das als solches hat es Kraft und Vollmacht. Und wir haben Autorität in dem Maße, wie das Wort in uns lebt und es durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wird. Dafür will ich beten. Und du darfst in deinem Herzen mitbeten, auch alle Zuhörer.
Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns das Wort Gottes auch als Liebesbrief hinterlassen hast, dass wir dich kennenlernen. Vater, dass wir deine Bestimmungen und deine Absichten, deine Ziele, Herr, mit uns Menschen, die du uns konstruiert hast, erkennen, Herr. Dass wir uns wirklich so in deinem Lichte sehen. So sei dein Wort unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Und wir wollen es als Schatz ausgraben, entfalten, suchen. Ja, wer dich sucht, wird dich finden, Herr. Und du bist schon zu finden in deinem Wort, das durch den Geist Gottes lebendig gemacht wird. Und bewahre uns vor Irrlehre, Herr. Wir wollen gesunde Lehre aus dem Wort Gottes empfangen, dass wir gesund aufwachsen können. Dass wir alles prüfen können, was nicht mit deiner Wahrheit konform geht. Dass wir alle Festungen, die sich erheben als Gedankengut, einreißen und ersetzen mit der Wahrheit Christi. Hilf uns dabei, segne uns dazu. Hilf uns auch, das Wort nicht nur im Verstand zu haben, sondern auch in unserem Munde. Dass wir es proklamieren über unseren Kindern, über unseren Mitmenschen, über unsere Gemeinde, über die Menschen in unserem Land, Herr, in unserer Region, wo du uns hingestellt hast. Wir proklamieren deine Wahrheiten. Wir proklamieren den Sieg Jesu, der am Kreuz für alle Menschen um uns herum bezahlt hat. Für die ganze Welt, Jesus, hast du bezahlt am Kreuz. So ist das Kreuz das wichtigste Zeichen der Menschheitsgeschichte. Und wir wollen es als solches erkennen. Das Kreuz ist uns keine Torheit, sondern eine Gotteskraft. So segne jeden Zuhörer mit einem neuen Glauben, mit wirklich einem Mehr an Glauben, einem Verlangen, einem Hunger, wie das Kind nach der Milch des lauteren Evangeliums hungert, so sollen wir danach hungern, Herr. Segne jeden mit diesem Hunger. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen.